Herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Uelzen TV. Wir stehen hier in Lüchow vor dem berühmten Rolling Stones Museum. Ich begrüße recht herzlich Uelzen TV. Wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Es wird heute sicher ein schöner Abend werden. Willkommen aus Schleswig-Holstein. Ja. Ohne Timer zum Beispiel. Die haben wir noch mal mit gespielt. Statt ja nicht da hinten. Das ist doch hier. Wir kennen. Wahrscheinlich wegen den Leuten heute. Ne? Guten Abend, liebe Freunde! Herzlich willkommen im Stones Fanmuseum! Wir feiern heute unseren 5. Geburtstag. Und das ist der Anlass, dass wir diesen schönen Rahmen haben. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Die Musiker sind auch alle da. Da kann also nichts mehr schieflaufen. Es wird, denke ich mal, ein schöner Abend für uns alle. Ich danke für eure Freundschaft, dass ihr seit 5 Jahren unserem Haus die Treue haltet. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, vor 5 Jahren, wer hat daran gedacht, oder nochmal 4 Jahre zurück von der Bauphase her, schaffen die das? Was will dieser irre Typ hier in Lüchow machen? Ja, und wir haben es geschafft. Das Museum ist fertig. Wir stehen seit 5 Jahren jetzt gut auf den Beinen. Wir haben jedes Jahr immer mehr Freunde und Zuschauer, die zu uns kommen. Und ich darf sagen, sie kommen aus der ganzen Welt. Und aus dieser Freundschaft heraus noch von mir die Bemerkung, ich fahre nächste Woche nach Mexiko, um Freunde zu besuchen, die letztes Jahr hier bei uns waren. Und ich besuche sie, weil wir dann zusammen die Stones uns ins Mexiko angucken. Also die Freundschaft geht dann auch mal wechselseitig in verschiedene Richtungen. Ich danke auch besonders diejenigen, die sich dem Freundeskreis angeschlossen haben und unser Museum außergewöhnlich unterstützen mit ihrem Beitrag. Mit dieser Jahreskarte haben wir verschiedene Dinge vor. Und diese Dinge sind zum Beispiel, dass wir in dem Fall eine Musikbox uns anschaffen wollen aus den 50er, 60er Jahren. Sie steht schon auf der anderen Seite, da seht ihr sie schon. Die ist aus Holland hier zu uns hergebracht worden. Wir wollen gerne eine Telefonzelle aus England hier bei uns aufbauen. Das wird eine sehr schwierige Sache. Sie kostet ungefähr 3.000 bis 4.000 Euro, so ganz normal und locker. Denn die sind aus Guss, sie wiegen über 750 Kilo und da fangen die Probleme an, dass Guss natürlich schnell reißt und wir sowas natürlich nicht mit 4 Mann, 4 Ecken und wir schmeißen sie auf den Hänger. Das gelingt also nicht, da haben wir dann doch echte Probleme. Und die dritte Sache, die wir anfassen und die wir auch Stück für Stück umsetzen, die sind also mit unserem Künstler, und da muss ich einfach jetzt nochmal den Ralf Schade hier auf die Bühne bitten, unseren Holzschnitzer und Bildhauer, der uns hier schöne Bilder macht. Lieber Ralf, du hast jetzt schon wieder neue Bilder mitgebracht. Vom letzten Mal haben wir von dir welche bekommen. Jetzt bist du schon wieder fleißig gewesen. 8 von diesen Holzschnitzereien hast du gemacht. Ich habe gelesen in der Zeitung, du arbeitest an dem längsten Reliefbild sozusagen der Welt zum Thema Rolling Stones. An unserem Gebäude passt das. Und da bist du auf dem besten Weg jetzt dazu. Wir freuen uns über deine Bilder, deine Motive. Wenn natürlich Tag ist, jetzt im Winter ist natürlich schlecht jetzt hier bei Dunkelheit, aber ihr werdet es draußen sehen, da sind diese Holzmotive schon angebracht. Und es ist eine Besonderheit, ich bin stolz, dich kennengelernt zu haben und dass du uns hilfst. Das ist für Uli. Uli, das ist klasse, Uli. Also, der ist nicht.
darf ich noch ein paar Worte sagen? Es ist folgendes, das ist unser Uli. Die roten Geschichten sind sein Herzblut, das geflossen ist, dieses Museum für uns alle herzustellen. Die Stone-Zunge und diese Klunker sind die Edelsteine an Konzerten, die wir erleben werden. Uli, alles Gute für dich, viel Kraft weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Wir haben jetzt unseren ersten musikalischen Höhepunkt des heutigen Abends und das ist Heinrich Doc Wolf. Er schleicht hier nun schon langsam auf die Bühne. Ja, danke, Uli. Weißt du, was hier schön ist? Nicht nur, dass voll ist, ist das natürlich auch schön. Aber ich bin erst das zweite Mal hier und es kommt mir so schön familiär vor. Als ob ich alle kenne. Und das liegt mit an dir. Ganz bestimmt. Okay, viel Spaß. Viel Spaß. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine. I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I have you on my mind both day and night. And happiness I've seen proof that it's right, because you're mine. I walk the line. You got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. And happiness I see prove that it's right, because you're mine. I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine. I walk the line. Gestern Nacht, wir waren in Hamburg, ein kleines Dorf, und in die Downtown Blues Club. Es gibt so viele Bilder of the Beatles, sehr alt. I mean, weil the Beatles war so junger, ja. Und dann wir gehen hier und so viele Bilder of the Rolling Stones. It's very peculiar. And for the cronies, here we go.
day. Dancing all the night. How long she said, you suit me just right. We trampled all these streets a thousand times or more. How long she said, let's go to the shore. In my feast, in my prayer, let my wind blow through your hair. I said, heading down on a sad Tom day. That's on day, poor man, that's on day.
I'm going to do a Bob Dylan number. This one's called Stuck Inside a Mobile. Where the tape man does circles up and down the block, I ask him what the matter was, but I know that he don't talk. And the ladies treat me kindly, and they furnish me with tape. Inside my heart, I know there's no escape. Oh, mama, could this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis blues again. Well, she
found a way with the rhythm. Yeah, hey, hey. She found a way with the rhythm. Denkt daran, dass ihr nachher auch eine Karte abbekommt. Ich wünsche euch einen guten Nachhauseweg, eine gute Nacht. In dem Fall, wir sagen Tschüss und danke fürs Kommen und für die Unterstützung für unsere Party. Okay, danke. Ja.